grüße alle Zuschauer, der Herr Jesus Christus möge dich begegnen, lieber Bruder und Schwester im Herrn. Es gibt einige Menschen, beziehungsweise auch Christen leider, die nicht verstehen wirklich, was die Bibel wirklich sagt. Häufig hört man, nein, Jesus ist nicht Gott, er ist nur der Sohn. Stimmt das? Ist er wirklich nur der Sohn? Ich werde Stellen aus der Bibel benennen und euch vorlesen. Und dann könnt ihr euch darüber Gedanken machen, ob er nur der Sohn ist. Ich habe unzählige Schreiben bekommen über Mail. Da haben einige Fragen. Ja, kannst du uns mal bitte erklären, ist Jesus nur Gott oder nur Sohn? Ich werde auf diese Fragen jetzt eingehen. Und jeder, der meint, dass Jesus nicht Gott ist, soll die Ohren ganz spitz machen und genau zuhören, denn was wirklich die Bibel sagt. Häufig kommen diese Argumente von den Zeugen Jehovas, um Jesus kleinzureden. Und das ist ja so heftig, dass Jesus Christus angeblich ein Engel ist. Die Muslime sagen, er ist nur ein Prophet. Aber was ist jetzt Jesus wirklich? In der Bibel stehen mehrere Hinweise und das ist die beste Information, wer Jesus Christus wirklich ist. Wir lesen auch schon im Alten Testament, das lesen wir schon im 1. Mose, da beginnt das schon, auch für die Menschen, beziehungsweise auch für die Juden, die Rabbiners, dem müsste man auch den Mund vollstopfen. Zu euch folgende sage ich, weil ihr behauptet, dass Gott nicht Fleisch werden kann. Ich lese aus eurer eigenen Tora, aus eurer eigenen Bibel, werde ich lesen, dass Gott Fleisch werden kann. Das lesen wir schon in 1. Mose Kapitel 32 von Vers 23 bis 33. Hier steht ganz klar, dass Gott Fleisch werden kann. Hier ist eine der bekanntesten Stellen überhaupt. Jakob ringte mit Gott. Jetzt ist die Frage, wie kann ein Mensch mit Gott ringen? Er packte ihn an der Hüfte. Wie geht das? Wir lesen Folgendes. Lesen wir 1. Mose Kapitel 32 von Vers 23. Beginne ich zu lesen. So. Jakob fragte, sprach, sage mir doch deinen Namen. Da sprach er, warum? Doch fragst du nach meinem Namen. Und er segnete ihm dort und Jakob gab ihm den Ort Namen Pniel. Denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Kurz zu erwähnen, hier geht es darum, dass Jakob mit Gott gerungen hat und mit Engeln. Da fange ich mal sofort an, wo ganz klar explizit gesagt wird, was hier eigentlich passiert ist. Vers 23. Einen Moment. So, hier heißt es Folgendes. Jakob ringte mit Engel und Gott und packte an der Hüfte. Und Jakob sprach, ich werde dich nicht loslassen, bevor du mich gesegnet hast. Wie geht das? Was für einen Sinn ergibt das? Also wenn Jesus nicht Fleisch werden kann, ja, beziehungsweise nicht Gott werden kann, ins Fleisch gekommen, der Jahwe, wieso steht dann diese Stelle in eure Tora? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Denn er packt ihn an die Hüfte und Gott segnet ihn. Jakob, das erste Mal benannt Israel. Das ist das erste Mal, dass Gott den Namen Israel gegeben hat. Und dann lesen wir Folgendes. Lesen wir jetzt hier ganz kurz weiter. Und folgende Stelle ist auch sehr bemerkenswert. Ich werde euch das ganz kurz mal vorlesen. Folgendes. Zum Beispiel steht hier auch, lese ich komplett. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Fort den Jabbok, nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass sie hinabkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Dann rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er nicht Übermacht hatte, schlug er ihr auf das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ring mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn? Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gerungen und du hast gewonnen. Also hier sehen wir schon,
dass Gott Humor auch hat, ja, und Jesus ist dasselbe wie im Alten Testament, auch im Neuen Testament. Aber lass uns mal hier ganz klar feststellen: Hier steht ganz klar mit Engel bzw. mit Menschen, ja, in anderen Übersetzungen heißt es leider Engel. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, weil das ist eine der richtige, exakte Übersetzungen. Hier heißt es mit Engel und Gott. Und hier heißt er, Jakob ringt mit Gott. Also wie geht das? Wie kann ein Mensch mit Gott ringen? Das passt irgendwie nicht. Also, was die Juden da sagen, dass Gott nicht Fleisch werden kann, ist schon mal widerlegbar. Denn in mehreren Stellen steht das sogar. Dann lassen wir mal schauen, was die Zeugen Jehovas eigentlich sagen zu dieser Stelle. Da steht, nein, der hat nur mit Engel gerungen, nicht mit Gott. Aber die Stelle sagt das doch. Hier steht doch ganz klar, denn du hast mit Gott und Menschen gerungen oder Engeln, denn du hast gewonnen. Hier steht es so explizit. Wie kann dann die Zeugen Jehovas dann so verdrehen, dass sie sagen, nein, er hat nur mit Engel gerungen? Das ist völliger Absurd. Hier steht doch ganz klar. Ja? Und wir lesen zum Beispiel weiter, da beginnen wir schon in Jesaja 40. In Jesaja 40 heißt es folgendes, dass der Herr Jesus Christus, beziehungsweise der Herr, wird Fleisch nehmen und alle Fleisch werden seine Herrlichkeit sehen. Was heißt das? Alle Fleisch werden sehen. Der Herr wird kommen. Ja, die Täler werden sich erniedrigen. Macht Platz für den Herrn. Denn ich lese ganz kurz in Jesaja 40. Und das könnt ihr auch am besten aufschreiben für die Leute, die sagen, Jesus ist nicht Gott. Dann könnt ihr diese Stelle nochmal genau lesen. So, in Jesaja 40 heißt es folgendes. So. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalem und ruft zu, dass ihr Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, dass sie von der Hand dessen Herrn Zweifaches empfangen hat für alle ihren Sünden. Stimme eines Rufenden in der Wüste bahnt den Weg, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht, jeden Berg und Hügel erniedrigt werden, und das Hochrige soll zur Ebene werden, und das Hügelige soll zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Wer ist eigentlich dieser Mensch, der in der Stimme in der Wüste? Das ist ganz klar der Johannes der Täufer. Das kannst du auch in Markus 1 lesen. Er zitiert diese Stelle und sagt, das ist es. Der ist es, von dem Jesaja gesprochen hat. Hier steht, Gott wird kommen. Alle Fleisch werden ihn sehen. Also wer bist du dann zu behaupten, dass Jesus nicht Gott ist? Wenn das ganz klar in der Bibel steht. Und wir werden das in mehreren Stellen feststellen, dass Jesus Christus mehrmals angebetet wurde von seinen Jüngern. Ja? Mehrmals. Und Jesus selber sagt, er ist selber Gott. Das werden wir gleich im Neuen Testament unzählige Stellen lesen. Also hier ist mal ganz klar, das ist Jesus Christus in Markus 1. Ja? Und ich habe nochmal ganz klar widerlegt, auch an einige Juden und auch an den Zeugen Jehovas, dass sie sagen, Gott kann nicht Fleisch werden. Sagen viele, also sagen die orthodoxen Juden, das geht nicht. Aber aus hier dem 1. Mose Kapitel 32 Vers beziehungsweise Kapitel 23 habe ich ganz klar vorgelesen, dass Jakob mit Gott gerungen hat. Da muss was passiert sein. Bleiben wir erstmal hier stehen. In Philipper 2 heißt das schon, kannst du dir auch aufschreiben, ja, er nahm Menschengestalt an. Er entäußerte sich, obwohl er Gott gleich war. Das lesen wir in Philipper 2. So, folgendes. Ab Vers 5, denn diese Gesinnung sei in euch, denn auch in Christus Jesus war, der da in Gestalt Gottes war, es nicht für ein Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst nicht machte und Knechtgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhaben und hat ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesus knien sich beugen, die himmlischen und die irdischen
und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Kyrios ist. Auf Griechisch Kyrios, der Herr, also der Gott ist. Jede Knie wird sich beugen. Also wie kannst du dich von einem normalen Propheten oder von einem Engel sich beugen? Und jeder bekennt, dass Jesus der Herr ist. Also der Gott ist. Übersetzt auf Kyrios, auf Griechisch, das heißt ganz klar, er ist Gott. Er, die Menschen schauten, er wurde Mensch. Er hat sich nicht gestanden, er war wie ein Mensch gesehen. Jesus hat geschlafen, er hat gegessen, die gleichen Eigenschaften wie wir auch. Jetzt kommen diese billigen Argumente von den Muslimen, um zu sagen, der Jesus ging auf die Toilette. Das kann ich nicht verstehen. Ich kann die Folgende sagen, ich verstehe auch euer Gott nicht, Allah nicht. Das kann ich auch nicht verstehen. Wenn du deinen Gott verstehen kannst, ja, dann ist das ein armseliger Gott. Wir Menschen können nicht mit den Gedanken begreifen, wer Gott wirklich ist. Wir können nur das lesen, was in der Bibel steht. Ja, und du, lieber Muslim, wenn du im Koran sagst, ja, ich kann quasi euer Gott nicht verstehen, dann verstehe ich auch deinen Gott nicht, dass er Menschen zu Affen und Schweine verwandelt hat, obwohl er die zu Menschen gemacht hat und dann wieder, beziehungsweise dann verwandelt er die zu Tieren und Affen, weil die den Islam nicht angenommen. Das ist für mich nicht logisch. Ja, man kann Gott nicht begreifen. Hier geht es ganz klar hervor. Hier ist Jesus Christus wie ein Mensch empfunden. Und dann sagt Jesus selber ganz klar explizit zu den Pharisäern, man könnte da auch nennen, Zeugen Jehovas könnte man da auch nehmen, die Muslime könnte man auch nehmen, antichristliche, ja, Philosophen könnte ich da nehmen. Nehmen wir mal diese Stelle ganz genau unter die Lupe. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus 22. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. In Matthäus 22 lesen wir eine sehr gewaltige Stelle. Und das wird leider nicht oft zitiert, aber das ist so wichtig, genau darum geht es eigentlich. Matthäus 22, Vers 46. Wo habe ich mir das jetzt aufgeschrieben hier? 41, Entschuldigung, 41. Nee, 39, so, Moment. So. Da heißt es hier Folgendes. Matthäus 22, Vers 41. So, hier geht es hier, dass die Pharisäer, also die Gelehrten, ihn gefragt haben, also Jesus stellte die quasi in der Probe und fragte die, ja, was denkt ihr, welchen Sohn ich bin? So, ich lese ab Vers 41. Matthäus 22, 41, am besten aufschreiben. Als aber die Pharisäer versammelt waren, fragten sie Jesus und sprach, was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Also ganz explizit, er fragt genau diese Sache. Bin ich jetzt ein Mensch, Sohn Gottes oder bin ich wirklich Gott? Hier geht es darum. Wessen Sohn ist er? Sie sagen zu ihm, Davids. Er spricht zu ihnen, wie nennt David denn im Geist der Herr, wenn er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meinem Rechten, bis ich deine Feinde hinlege unter deine Füße? Fragezeichen. Also hier muss man ganz klar sagen, da haben die Pharisäer mit dem logischen Verstand begriffen, wie einige Antichristen versuchen mit dem Verstand zu begreifen und versuchen, was in der Bibel hinzuzufügen. Also ich möchte keine Gefühle verletzen, aber wie kann man dann behaupten, dass Jesus nur ein Sohn ist, aber nicht Gott? Das geht doch ganz klar in der Bibel hervor. Und die Zeugen Jehovas, ich habe unzählige Gespräche mit diesen, so stolz, nachdem ich die widerlege und mit Liebe, wirklich mit Liebe, begegnen die mir sehr aggressiv und sagen, einmal hat einer gesagt, hau ab von mir, verschwinde von hier. Weil ich ihn anhand seiner Bibel gezeigt habe, dass Jesus Christus Gott ist, ja, aber zu euch Zeugen Jehovas werde ich noch ein paar Videos machen, damit ihr seht, wenn ihr eigentlich folgt. Das werden wir ganz klar feststellen und ich werde Beweise hergeben. So, hier steht Jesus Christus und fragt, ja, welchen Sohn bin ich denn? Jesus Christus sagt, wie kann das sein, dass David sagt, der Herr sagt zu meinem Herrn, setze dich zu meinem Rechten. Aus welchem Psalm hat er das zitiert? Ob Psalm 110. Da geht es schon ab von Vers 1 bis 2. Hier sagt Jesus, ich bin Gott selber. Und das werden wir ganz klar feststellen, dass ein Engel oder nur ein normaler Mensch niemals auf den gleichen Stufe wie Gott sein soll. Und Gott hat sich in drei Einheit offenbart und das werde ich in der nächsten Thematik auch ganz klar hergeben. Ich werde alle Argumente nehmen,
die gegen die Trinität ist, und ich werde Argumente nehmen anhand der Bibel für Trinität. Ich werde immer wieder Kritiker Aussagen entnehmen und Aussagen von der anderen Seite. Und ich werde beide Sachen nehmen und dann wollen wir mal schauen, was wirklich die Bibel sagt. Denn ich gebe jede Kritik eine Chance, öffentlich, ja, einfach mit mir darüber zu sprechen, denn ich kenne diese Argumente, um zu sagen, Gott hat sich nicht in Trinität offenbart. Es geht aber nicht. Wir sehen auch hier, dass Jesus Christus mehrmals angebetet wurde. Und hier geht es ganz klar hervor, wo Jesus Christus sagt, wer bin ich denn? Die Pharisäer sagen, du bist nur der Sohn. Aber der Herr sagt selber, ich bin Gott selber, ich bin der ins Fleisch gekommen. Lesen wir im 1. Johannes. Stimmt das, was der Herr Jesus Christus da gesagt hat? Das lesen wir im 1. Johannes, eine der bekanntesten Stelle. Hier heißt es schon, im Anfang war das Wort und das Wort war Gott. So, hier gibt es auch antichristlichen Organisationen, anstatt war, benutzen die ein in der Neue Weltübersetzung, alleine schon die Überschrift, die Neue Weltübersetzung. Ja? Hier geht es schon darum, dass Jesus Christus versucht, klein zu machen. Das Griechische kennt keine unbestimmten Artikel, nicht in diesen Punkten, nicht in dieser Verse. Das ist völliger Absurd, weder Textus Receptus, wessen Nestle Alan. Und sogar in Codex Sinaiticus steht es sowas nicht. Lesen wir im folgenden Satz. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott und nicht ein Gott, ja, sondern war Gott. Diese war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nichts eins, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das ist ganz klar Jesus Christus hier. Da steht wortwörtlich, im Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Jesus Christus war ein Mensch von Gott gesandt, seinen Namen Johannes. Johannes der Täufer prophezeite über den Herrn Jesus Christus. Das war seine Aufgabe. Ja, das ist Johannes. Und er bezeugte, dass Jesus Christus der Herr ist, wie in Jesaja 40, wie auch in 1. Buch Mose, Kapitel 32, von 23 bis 33, Gott wurde Fleisch und ringte mit Gott und packte ihn an die Hüfte. So, hier ist schon mal ganz klar, dass Jesus Christus ganz klar Gott ist. Wo ist jetzt ganz klar explizit, wo sagt Jesus, dass er selber Gott ist? Dazu werde ich noch gleich kommen. Lesen wir im Psalm 23. Ich werde das jetzt nicht eröffnen. Psalm 23 steht folgendes: Ich bin der gute Hirte. Jeder weiß, wer der Hirte Israels ist, das ist Gott allein. Im Psalm 23 betet David, der Herr ist mein Hirte. Im Psalm 110 betet der David und sprach, setze dich zu meinem Rechten. Also, das heißt, David hat ganz klar gebetet. Hier lesen wir folgendes, auch in Johannes 10, sehr gute Stelle. Da heißt es folgendes, da heißt es, dass Jesus Christus der gute Hirte ist, denn der gute Hirte lässt seine Schafe. Dann heißt es folgendes: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters nehmen. Ich und der Vater sind eins. Jetzt werden einige sagen: Ja, Moment mal, der Vater ist doch höher und der Sohn ist doch niedriger. Es gibt auch solche Aussagen, dazu werde ich noch kommen, das völlig absurd ist und solche Menschen kennen die ganze Bibel überhaupt nicht. Was hier Jesus Christus meint, hat Gott die Ehre immer gegeben. Das lesen wir aus Philipper 2. Als Mensch hat er sich untergeordnet, hat das Gesetz erfüllt. Wenn er als Mensch gesagt hat, ich bin höher als mein Vater, ich jetzt verachte jetzt meine Mutter oder ich verachte meinen Vater, hätte er ganz klar den Gebot gebrochen, ehre Vater und Mutter. Er hat sich so weit erniedrigt, dass er sogar selber der Herr Jesus Christus die Füße gewaschen hat, seine Jünger. Jetzt könnte man auch sagen, ja Moment mal, waren die Jünger jetzt höher als Jesus Christus, weil er die Füße gewaschen hat? Völlig absurd. War denn Johannes der Täufer ja höher als Jesus Christus, weil Johannes der Täufer ihn getauft hat? Ganz bestimmt nicht. Jesus hat sich erniedrigt vor seinem Vater, vor die Menschen. Da sagt das ganze Evangelium. Und dann zitiert er auch, ich und der Vater sind eins. Sonst würde das jetzt einen Widerspruch ergeben. Kannst du sagen, lieber Mensch, ich und der Vater, ich und Gott sind eins? Völliger Absurd. Und die Zeugen Jehovas werde ich gleich nochmal den Mund vollstopfen, ja, weil die sagen, es bezieht sich nur auf die Gemeinschaft. Stimmt das?
Dann lass uns folgende Sache weiterlesen. Da hoben die Juden wieder Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus antwortete ihnen: Viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt, für welches Werk unter diese steinigt ihr mich? Der Juden antwortete ihm: Wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung und weil du, dass du ein Mensch bist, dich selber zu Gott machst. Die Juden haben sofort begriffen, dass er Gott gelästert hat, weil er sich zu Gott gemacht hat. Lieber Zeugen Jehovas, lieber Kritiker, hier steht ganz klar, dass die Juden wussten sofort, was Jesus Christus da gesagt hat. Hier, das bezieht sich nicht auf die Gemeinschaft, sonst hätten die Juden das ganz klar verstanden. Das waren Schriftkenner, ja, aber die haben es nicht verstanden, dass Jesus Gott selber ist. Hier geht es ganz klar, weil du dich zu Gott machst. Ja, wer bist du denn dann, lieber Mensch, dass du behauptest, Jesus ist nicht Gott, sondern nur der Sohn Gottes? Wenn Jesus selber sagt, ich bin der gute Hirte, also ich bin Gott selber, und wie im Psalm 23 betet sogar der David, der Herr ist mein Hirte, und die Juden haben es sofort begriffen und sprechen ganz klar, du bist ein Mensch und machst dich selber zu Gott, Fragezeichen. So, lesen wir weiter. Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Wenn nun diejenigen Götter nannte, um die das Wort Gottes erging, und das Schiff kann ihm nicht aufgelöst werden, sagte von dem, der Vater geheiligt und der Welt gesandt, du lästert, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn. Hier muss man ganz klar feststellen, was meint eigentlich Jesus Christus? Engel werden auch Söhne Gottes bezeichnet. Das stimmt. Aber welcher Engel wurde jemals angebetet? Wie bei Herr Jesus Christus? Welcher Engel hat Sünden vergeben? Niemand. Denn Engel sind nur Diener und mehr sind die nicht. Die sind Botschafter, die übertreten, beziehungsweise die senden eine Botschaft an die Propheten oder ermahnt sie oder weist sie zurecht. Das ist ein Engel, der ist nur ein Diener. Und der Herr Jesus Christus sagt, das sind meine Schafe. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Ja? Und hier lesen wir ganz klar, dass die Juden ganz klar wussten, wer der Herr Jesus Christus ist. Ja? Die Juden haben es nicht begriffen. Die haben sofort verstanden, was Jesus hier meinte. Ich bin der gute Hirte. Und die wollten ihn danach steinigen. Gehen wir mal weiter. Wir lesen zum Beispiel auch in Apostelgeschichte, beziehungsweise lesen wir erstmal nach Römer 9, Vers 5. Da heißt es auch, dass Paulus bezeugt, dass der Herr Jesus der ewige Gott ist. Paulus sagt ganz klar, er ist Gott. In 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20, da heißt es, er ist der wahrhaftige Gott. Bleiben wir erstmal hier stehen. Wurde jetzt Jesus angebetet? Wenn Jesus Christus eigentlich angebetet wurde, dann ist euer ganze Aussage schon komplett widerlegt. Eigentlich müsste ich diese vorherige Stelle gar nicht erwähnen, dass der Herr Jesus gesagt hat, ich bin der gute Hirte, oder in 1. Mose Kapitel 32, Vers 23, müsste ich eigentlich gar nicht erwähnen. Gar nicht erwähnen. Weil alleine schon diese paar Stellen, wo Jesus Christus ganz klar angebetet wurde, wäre ja Aussage ganz klar widerlegbar. Lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 7 von Vers 59. Was heißt das hier? Was sagt eigentlich Stephanus, was er da gesehen hat und wen hat er dazu gerufen oder beziehungsweise wen hat er da angebetet? Ich lese ab Vers 59. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines Jünglings, genannt Saulus. Und sie steinigten Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Moment mal, wen hat er da eigentlich angebetet? Wen hat da eigentlich der Stephanus da angebetet? Den Peter Pan? Oder vielleicht den Weihnachtsmann? Nein, hier steht, Jesus Christus wurde hier angebetet. Er sagt, der Herr, Kyrios, der Herr, und sagt, er betete den Herrn Jesus Christus. Und dann geht das noch weiter. Er sagt, nimm meinen Geist auf. Ja, kannst du das zu einem Engel sagen? Kannst du das zu einem Menschen sagen? Kannst du das zu einem Propheten sagen? Niemals. Stephanus wusste da und schaut in ihm und sagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Das kann kein einziger Engel. Und er betete den Herrn Jesus Christus aus. Und jetzt sagen die Zeugen Jehovas, hier steht aber huldigen damit. Und ja, was heißt denn huldigen auf Griechisch? Proskunio. Proskunio heißt rufen, ja, beten oder zurufen. Ja, das ist ganz klar damit, Proskunio damit gemeint. Hier steht ganz klar, der Herr Saulus, beziehungsweise der Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Ist jetzt Jesus Gott oder nicht? Wenn Jesus nicht Gott wäre, wieso haben die Apostel dann ihn angebetet?
Da lesen wir schon auch in Lukas 24, Vers 53. Da segnete der Herr Jesus Christus, das war die Himmelfahrt, er segnete die Jünger und dann steht er, sie beteten ihn an. Also, die beteten ihn an. Wen beten die ihn an? Den Herrn Jesus Christus. Die Apostel haben ihn angebetet, sie knien sogar und beten ihn an. In Lukas 24, Vers 53 könnt ihr lesen. Lest Apostelgeschichte 7, Vers 59. Dann gehen wir einfach nochmal weiter, dass sogar die Engel Gottes sogar den Sohn anbeten. Ja? Wie geht das? Wenn Jesus nur ein Engel wäre oder nur ein Sohn und Gott nicht selber, ja, wieso beten dann die Engel ihn an? Dann, wenn die Zeugen Jehovas sagen, ja, Jesus ist nur ein Engel, wie geht das, dass der Herr, beten sich dann alle Engel ja sicher alle gegenseitig an? Weil die sagen, Jesus ist nur Erzengel Michael. Beten sich alle Engel ja sich gegenseitig an? Das ist völlig absurd. Das ist ja Okkultismus. Lesen wir Folgendes. Sogar ein Engel, darfst du niemals an Engel sprechen oder an ihn beten. Das ist nicht gestattet in der Bibel. Ja? Aber hier lesen wir auch in Hebräer Folgendes. In Hebräer 1. Ab Vers 6. Wenn aber der Erstgeborene wieder in der Erdkreis einführt, spricht und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Und in Bezug auf die Engel spricht er, der seine Engel zu Wind macht und seine Diener zu eurer Feuerflamme. In Bezug auf den Sohn aber, dein Thron, oh Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Und er sagt noch viel mehr. Der Sohn ist Gott selber, von Ewigkeit zu Ewigkeit regiert. Und alle Engel beten den Sohn an. Moment mal, haben die Apostel jetzt die Bibel falsch verstanden? Haben die Engel im Himmel falsch verstanden? Alle haben falsch verstanden, außer die Zeugen Jehovas. Ja, die haben die Bibel richtig verstanden. Alle haben falsch verstanden. Da haben sogar auch einige Kritiker, auch die Muslime, die haben alle recht. Nein. Alles ist Schwachsinn. Die Apostel haben falsch verstanden. Ja, die Engel haben falsch verstanden. Hier steht doch ganz klar, dass er mehrmals angebetet wurde. Also mit welchem Recht kommst du dann und sagst, nein, Jesus ist nicht Gott, er wurde nicht angebetet. Es steht doch da drin. Ja? 5 plus 5 ist 10 und du machst dann 11 draus. Das ergibt einfach keinen Sinn. Wenn es 5 plus 5 ist 10, dann ist es ganz klar 10 und nicht 11. Ja? So, dann lesen wir in Offenbarung 1, Vers 8. Entschuldigung, dass ich so laut bin. Ich bin manchmal sehr verwirrt, weil ich bekomme wirklich unzählige Nachrichten darüber, wo es eigentlich ganz klar offensichtlich ist. Ein 15-Jähriger hat mich angeschrieben und seine Eltern sind Zeugen Jehovas und das hat mich sehr geschmerzt. Und er hat erkannt, dass Jesus mehr ist als nur ein Engel. Und deswegen hat er mich angeschrieben und quasi mir als Hilfe gebeten, dass ich darüber ein Thema mache. Und endgültig mache ich mein Thema darüber. Danach werde ich, so Gott will, über die Dreieinheit und werde Argumente nehmen gegen die Trinität. Und ihr werdet feststellen, was für Argumente da sind. Und wir werden das alles anhand der Bibel prüfen. Ja? Hier gehen wir schon in erste Offenbarung. Wo sagt eigentlich, dass Jesus Christus Gott ist? Also direkt. Nicht der gute Hirte, nicht, dass er angebetet wird, sondern wo sagt Jesus selber, dass er Gott ist? Beginnen wir zuerst Stück für Stück. Lesen wir in Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Der da war, der da kommt, der Allmächtige, der Alpha und das Omega, kein Ende und kein Anfang. Hier sagt Jesus Christus ist es. Das ist ganz klar der Herr Jesus Christus. Lesen wir zum Beispiel in Offenbarung 21 von Vers 6 bis 7. Beziehungsweise, wie stellt sich eigentlich Gott im Alten Testament vor? Auch, ich bin der Anfang und kein Ende. Das lesen wir in Jesaja in mehreren Kapiteln. Aber lasst uns mal schauen in Offenbarung 21 von Vers 6. Weil da sind auch die Kritiker, die zu Jehovas, die sagen, nein, Jesus ist nicht das Alpha und Omega. Das ist völlig absurd. Da steht ganz klar, der da war, der da kommt, ja, das ist der Herr Jesus Christus damit gemeint. Lesen wir zum Beispiel in Offenbarung 21, von Vers 6 bis 7. Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega. Oh, wer ist das denn? Das ist ganz klar Herr Jesus.
der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Wer überwindet, wird dieses erben. Ich werde ihm Gott sein und er wird mein Sohn sein. Moment mal, was sagt nochmal hier Jesus Christus? Ich werde ihm Gott sein und er wird mein Sohn sein. Oh, sagt Jesus hier, dass er Gott ist? Jesus sagt das explizit, dass er Gott ist und er wird mein Sohn sein. Beste Beispiel lesen wir auch, als Jesus am Kreuz hang. Was ist da passiert? Was hat er zu seiner Mutter gesagt? Siehe, Frau, das ist dein Sohn. Siehe, Frau, das ist dein Sohn. Oder als Jesus wo die erste Wunder getan hat, da sprach Maria, mach doch mal was und sagt, was geht es dich an, Frau? Hier steht ganz klar, wenn es Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Und hier heißt es, ich bin Gott und er wird mein Sohn sein. Und als er am Kreuz lang sagt er, siehe Frau, das ist dein Sohn. Ganz klar, explizit, da sagt er, ich werde sein Gott sein. Also welcher Mensch kann das jetzt bitte widerlegen, um zu sagen, Herr Jesus hat das nicht gesagt. Natürlich hat das der Herr Jesus Christus, denn er stellt sich doch vor. Und er sprach, ich bin der Alpha und das Omega. Das habe ich in Offenbarung Kapitel 1, Vers 8 gelesen. In mehrere Male stellt sich der Herr Jesus Christus vor. Und dann geht das ganz klar weiter. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und die Ungläubigen und mit Gräulen und Befleckten und Mördern und Hurern, Zauberer, Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, welcher der zweite Tod ist. Der zweite Tod, werde ich jetzt nicht mal da dran gehen, das ist ein bisschen kompliziert, aber hier sagt ganz klar der Herr Jesus Christus, ich bin Gott selber und er wird mein Sohn sein. Und Jesus hat sich vorgestellt, der Anfang und das Omega, hier spricht ganz klar Jesus. Lesen wir in Offenbarung 22, Vers 13. Hier verabschiedet sich der Herr Jesus Christus nochmal mit den gleichen Worten. Da heißt es folgendes. Sieh, ich komme bald und mein Lohn mit mir und einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste, der Letzte, der Anfang und das Ende. Hier ist ganz klar Jesus Christus. Er verabschiedet sich und sagt, ich komme bald, der Lohn mit mir, ich bin das Alpha und das Omega. Das verabschiedet er sich nochmal damit und dann sagt er noch weiter, wer das hinzufügt und weggenommen wird, der wird nicht im Buch des Lebens stehen. Denn es ist so wichtig, eine gesunde Rede zu haben. Sonst ist es wirklich, führt das zu Gehirnwäsche, hast du Probleme ohne Ende. Eine gesunde Rede ist wirklich sehr wichtig. Denn hier sagt der Herr Jesus Christus, ich bin das Alpha und das Omega. Mehrmals habe ich ganz klar vorgelesen, wer das eigentlich ist. Und Jesus Christus ist Gott. Ja, er offenbarte sich als Mensch, von außen wie ein Mensch, aber vom Geiste ist er Gott und er hat alles getan, er hat Sünden vergeben, ja, er hat Menschen freigesprochen, er wurde angebetet. Im Alten Testament kommt Jesus vor als Gott und Johannes bestätigt, dass er Gott ist. Ja, was sollen wir noch sagen? Ja, was sollen wir denn noch sagen? Wenn Jesus nicht Gott ist? Hier steht ganz klar, wer der Herr Jesus Christus Gott ist. Ja, und es gibt sogar eine Muslime, die gerade hier kommentieren, Hitler und bla bla bla. Kommt bitte nicht mit dieser Floskel. Jeder, der Vergebung an den Herrn Jesus Christus sucht, dem wird es vergeben. Ja, das ist ganz, ganz klar Fakt. Und Hitler war ganz bestimmt auch kein Christ, weil Hitler sich nicht an der Bibel nicht untergeordnet hat. Ein Muslim, der Schweinefleisch isst und Alkohol trinkt, zig Frauen rumvögelt, ja, Kopftuch, Leggings, kann sich auch keine Muslime nennen, sondern eher auf Papier. Und das ist Fakt. Und so ist es genau mit deinen Argumenten, dass du sagst, Hitler war ein Christ. Völliger Absurd. Hier geht das ganz klar hervor. Jetzt gehe ich nochmal auf ein paar kritische Fragen ein. Zu wem hat Jesus Christus eigentlich gebetet? Das ist erstmal die Frage. Kannst du mir eine einzige Stelle zeigen, wo der Herr Jesus Christus jemals für seine Sünden gebetet hat? Niemals. Er hat mit seinem Vater gesprochen, denn er ist es wie ein Telefonat gewesen. Nichts anderes. Ja, er war ein Mensch, hat sich untergeordnet. Jesus wollte nicht hoch sein. Er hat sich untergeordnet, deswegen hat er sich getauft, weil er mit den Menschen eins sein wollte. Er wollte nichts Besonderes sein. Ja, er hat sich demütigt. Da waren sogar einige Leute, die wollten Jesus zu König machen. Er ging aber weg und ging in der Wüste
mit seinem Vater alleine. Jetzt ganz klar, ist das ganz klar widerlegt. Jesus Christus in Lukas 2 wurde versucht vom Teufel. Welcher Mensch übersteht denn alle Versuchungen vom Teufel? Selber Mohammed selber wurde vom Schatan besucht, in Surah Al-Dur. 3 Tage lang konnte er nicht beten, er hat sogar satanische Verse bekommen. Ja, die Dämonen fühlen sich wohl, wenn ein Muslim den Koran rezitiert. Von der Bibel hauen die alle ab, von Jesus Christus hauen die alle ab, von Mohammed nicht. Denkt mal darüber nach. Und ich möchte ganz klar hiermit beenden: Der Herr Jesus Christus möge euch segnen. Verzeiht mir, dass ich laut manchmal mein Ton bin. Ich meine das niemals böse, aber hier geht ganz klar die Schrift, da ist Jesus Christus wahrer Mensch und wahrer Gott. Wer das ablehnt, soll sich nochmal die Bibel bitte unter die Lupe nehmen und nochmal die genannten Stellen nochmal prüfen. Ich habe ein paar Stellen genommen. Ich könnte unzählige Stellen aus dem Alten Testament zitieren, aber es wäre zu lang, das Video. Und ich sehe schon 35 Minuten. Wenn du die Wahrheit suchst, guck dir das ganze Video. Gott segnet euch.